Hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, mein Name ist Jörg Raus. Nachdem mein letzter Beitrag etwas langatmig ausgefallen ist, werde ich mich diesmal kurz und knackig halten. Im Personalrat hatten wir heute den Überstundenantrag eines Bereiches, der sich Jahr für Jahr wiederholt. Es geht um 180 Überstunden, die die Kolleginnen und Kollegen dort im März leisten sollen. Der Personalrat möchte das Thema jetzt nochmal aufnehmen und mit dem Arbeitgeber besprechen, ob da vielleicht nicht die eine oder andere Stelle geschaffen werden könnte. Dann hat der Betriebsrat der DRK Schwesternschaft ein Verfahren geführt mit einer Kollegin, die als operationstechnische Assistentin arbeitet. Es geht um die Eingruppierung oder ging um die Eingruppierung. Der Personalrat hat per Beschluss festgelegt, dass er da gerne die EG 8a nach dem KR-Tarif sehen würde. Das ist genau die Eingruppierung, die auch eine Krankenschwester oder ein Krankenpfleger im OP-Bereich erhält, der nicht fachweitergebildet ist. Und die OTAs machen ja immerhin auch eine dreijährige Ausbildung, da ist die 8a sicherlich angezeigt. Und zu guter Letzt die Einladung für die morgige Versammlung der Jugend- und Auszubildendenvertretung. Sie findet statt im Verwaltungsgebäude, also hier im zweiten Obergeschoss, leicht zu finden, dort wo das Buffet der Firma Kronau aufgebaut ist. Nein, gibt nichts zu essen. Einfach vorher schon trinken und essen und dann sich hinsetzen und hören, was es Neues zu berichten gibt. Tschüss.